habe ein bisschen Angst, dass sie es gleich hasst. Aber andererseits wollte sie es so kurz haben. Was? Nichts! Guten Morgen, Leute! Und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Vlog mit nur 9 Fingernägeln. Nice, oder? Der ist mir gestern abgefallen, genau an dem Finger. Und ja, egal. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Denn ich darf Janas Haare schneiden. Jana, wie kommt es, dass ich deine Haare schneiden darf? Darfst du nicht. Darf ich doch nicht? Nein. Spaß, das ist aber noch schöner. Du musst sie jetzt bürsten. Ja, dann gib mir die Bürste. Was hast du gerade gesagt? Meine Bürste war scheiße. Wenn wir mit deinen Bürsten bürsten, werden meine Haare fertig. Vielleicht werden meine Haare deshalb immer fertig. Vielleicht ist das aber auch, weil ich meine fettigen Haare mit der Bürste und die dann ja, da dran. Sonst? Keine Ahnung. Machst du schön. Ich hasse Haare. Soll ich deine Haare bürsten? Mhm. Echt? Ja. Okay. Wenn es weh tut, sag Bescheid. Ich Aua. Gerne die Haare. Aua! Sorry! Aua! Oh, sorry. Aua! Ja, die Bürste ist einfach scheiße. Aua! Ja! Ich fange noch unten an, aber da sind 10 Milliarden 12 Knoten drin. Hast du dir jetzt überlegt, wie kurz du sie haben willst? Au! Also soll ich sie jetzt einmal gerade abschneiden und dann gucke ich und dann sage ich, ob noch mehr Haare. Und dann darf ich das Ganze nochmal machen, oder was? Ich färbe mir das Haare gleich. Also TikTok-Haare. Also ich sage, sie soll hell machen, aber sie findet... Nein, ich weiß es nicht. Alle sagen dunkel. Alle sagen, was findest du schöner, wenn blonde Haare und vorne fast weiß oder blonde Haare und vorne braun? Nee, blonde Haare und vorne heller, wenn dann. Ja, weil alle beim Sport haben alle gesagt braun, außer ich. Nee, weiß. Dann wollten die euch nur ärgern. Doch, Kinder sind so. Und Spaß, früher war ein richtiges Arschloch. Hatte die wunderschönsten, längsten Haare der Welt. Und sie hat so gefragt, ob sie die abschneiden soll. Und dann meinte ich, schneid ab. Und dann hat sie danach zu mir gesagt, ja, sie will einfach nicht, dass die schönsten Haare hat. Deswegen will sie, dass sie die abschneiden. Kinder sind so asozial. Das zu dem Thema. Also ich glaube nicht, dass sie das ernst gemeint haben. Aber ich meine, wer weiß. Wie oft hast du deine Haare eigentlich gefärbt? Viermal oder so? Viermal zu oft. Jetzt musst du dich entscheiden. Ich würde so ein Stück abschneiden. Jetzt habe ich doch gesagt. Okay. Warte, bis wohin gehen da meine Haare? Meine anderen Haare gehen bis hier und dann würden sie bis hier gehen. Und vorne? Gehen sie bis hier. Und bis hier. Und dann würden sie bis da gehen. Bis da? Nein. Aber wehe, du sagst und dann machst du so viel mehr. Dann bin ich sauer. Nein, das wäre voll asozial. Ja. Ich mach so ein Stück. Dann mach, warte, zeig. Wie viel ist das weniger? Von hier zu hier. Ja, okay, mach. Oh Gott, ich habe Angst, ich will nicht. Was, wenn ich aussehe wie ein Kartoffelsack? Das siehst du doch eh. Ich mach jetzt? Nein. Ich schneid jetzt? Nein. Alles gut. Was war dein bestes Fach in Englisch? In der genau. Schule? Ja. Kunst. Ja, so ein, ich meine so ein richtiges, also Kunst auch ein richtiges Fach. Oh, gerade gesagt, Kunst ist kein richtiges Fach. Ja, du musst Analysen schreiben bis zum geht nicht mehr. Ja, ich meine jetzt so ein Schreibfach halt. Ja, ich weiß, da muss man auch schreiben, aber... Nee, Pädagogik war ich nur schriftlich gut, da habe ich nie mitgemacht im Unterricht. Und schlecht ist es? Mathe. Mathe. Wusstest du mal Mathe noch nie? 6. Du? Nee, nur eine 5 in Mathe. Eine 5 in Mathe? Ja. In der Arbeit? Ja. Aber ich habe trotzdem auch wirklich eine 5 oder hast du ich nur hatte gesagt, eine du hast fünf. Eine 5? Und hattest eigentlich eine 6, weil das habe ich mal gemacht. Eine 5. Aber ich hatte auf dem Zeugnis ja trotzdem eine 1. Hä? Weil da Corona war und ich habe mir so Mühe bei den Aufgaben gegeben. Und dann hat sie mir eine 1 gegeben. Weil wir haben nur eine Arbeit geschrieben und dann war halt zu Hause. Okay, das ist aber krass. Eine 1, obwohl du eine 5 geschrieben hast. Ja, und dann hatten wir keine Arbeit mehr und ich muss niesen. Gib zu, du hast dich eingeschleimt. Nein, ich schwöre nicht. Ich habe mir nur Mühe gegeben. Und dann dachte ich so, oh mein ja, Gott. Ja, du, nach einer 5 würde ich mir auch Mühe geben. Das ist doch viel kürzer, als du, wie du gesagt hast. Nein. Hä? Als ob das mit einer Reihe voll kurz davor. War cool. Ich habe genauso viel abgeschnitten, wie du meintest. Ich habe keinen Föhn hier. Ernsthaft? Ja, ernsthaft? Hä? Also, du hast keinen Föhn. Nee, ich habe hier keinen Föhn. Ich habe den in Köln. Ich mache hier den Müll weg und du hast aber das Föhn. Muss ja Überraschung bleiben. Darf ich in den Spiegel gucken? Nein. Ich habe ein bisschen Angst, dass sie es gleich hasst. Aber andererseits wollte sie es so kurz haben. Was? Nichts! Jana? Nein. Was denn? Ich will nicht gucken. Oh, so schlimm kann es doch nicht sein. Das ist voll schön. Hast du es jetzt schon gesehen? Ja. Also ich finde, das sieht super aus. Du hast voll die dicken, fülligen Haare jetzt wieder. Ich will nicht gucken. Die sehen wieder richtig voll aus. Das ist so ein richtiger Mutti-Satz. K-
Kinder wollen ihre Haare nicht schneiden. Und dann sagt Mutti, doch, die sehen jetzt wieder richtig voll aus. Und? Hast du's? Nein, weiß ich nicht. Du weißt nicht, ob du's hast? It's looking pretty. Ich frag sie einfach in 2 Stunden nochmal und dann wird sie's schon mögen. So Leute, ich bin jetzt bei Mikey angekommen. Es ist ein Tag später und wir machen heute das Cover für mein neues Lied, was bald, hoffentlich ganz bald rauskommt. Ich weiß noch nicht genau wann. Ich sehe auch schon wieder aus wie so ein Vollpenner. Aber egal. Ich mache auf jeden Fall gerade, also ich bin am Basteln. Ich versuche mich mal wieder an einem DIY. Ich weiß, warum ich damals aufgehört habe, weil ich, ey, ohne Spaß, sobald eine Sache nicht sofort funktioniert, so wie ich sie haben will, werde ich richtig sauer. Richtig? Es ist richtig, richtig schlimm einfach. Aber jetzt aber kannst du es nachvollziehen, wenn ich nachdem ein Löffel ins Spülmaschine so reinrutscht, warum ich alle Termine für die ganze Woche absage. Ja, auf jeden Fall versuche ich gerade die ganze Zeit so ein Neon-Sign zu bauen, beziehungsweise kein richtiges Neon-Sign, sondern so ein gefaktes Neon-Sign, wo dann später digital die Neon-Schrift drauf gemacht wird. Kann man das verstehen? Ich weiß nicht. Ja, doch, macht schon Sinn. Okay, also ich brauche quasi nur die Plexiglasscheibe und die Kabel. Ich weiß aber nicht genau, wo die Kabel hinführen sollen. Das ist ein bisschen schwierig gerade, aber ansonsten klappt eigentlich alles. Vorhin hat die ganze Zeit dieses scheiß Heißklebe nicht auf dem Plexiglas hier gehalten, da bin ich richtig ausgerastet, aber jetzt geht alles. Und wir haben hier schon diesen Hintergrund aufgebaut und ich hoffe, das wird gleich alles funktionieren. Ganz kurz, du musst auf der gleichen Höhe wie das Schild haben. Ja, ja! Wenn wir es hier so dran machen. Nein. Sondern wenn wir es einmal rummachen. Wenn wir es einmal rummachen. Einmal rummachen und jetzt war das. Und dann daran, ja. So dann zusammen. Aber wenn wir das jetzt, das heißt, das schießen wir zuerst, wenn wir das jetzt mit Kabelbindern fertig machen. Also ja, weil ich ja da hier vorstehen muss. Wir machen ja mich zuerst. Okay. Ach so, dann müssen den Part sowieso, die muss ja immer da sein, auch wenn du die wieder, muss da sein, wenn du wieder dran ist, muss ja. Auch müssen. Okay, also ja, mal gucken, ob das mit der Höhe passt. Also stehst du, sitzt du? Das guck ich gleich noch. Ich hoffe, ach, wir können ja auch das Ding verstellen. Mach am besten 1, 2, 6 Stück. Das ist so ein verrückter Idee. Das ist schief. Ja. Aber mache ich die Retusche von der Seite? Ja. Okay, weil ich weiß noch nicht, ich hab keine Ahnung von dir. Ja, mach so. Du warst so 17 Uhr, da fangen wir dann an. Ich war so, ja, gut. Nee, was 15, 16 Uhr fangen wir an, aber 17 Uhr fangen wir wahrscheinlich erst mal mit dem Foto. Also. Guck, das ist Neon Sign und du sitzt davor. It's gonna be amazing. Wir gucken, wie das mit Licht und so ist. We are done! Und ich bin mittlerweile ein bisschen doller geschminkt, beziehungsweise wieder abgeschminkt. Also, ich bin nicht abgeschminkt, aber so full face of Make-up. Ich habe wenigstens keine Wimpern mehr dran. Also die habe ich schon abgerissen, weil ich konnte nicht mehr. Wir haben jetzt gerade Bachelorette geguckt und es hat sehr gut funktioniert. Thank you guys very much. You're welcome. I love you. Okay. You're welcome, I love you. Okay, das war cringe. Wir haben die Bilder auf jeden Fall schon hier und die sehen so cool aus. Das wird jetzt alles noch bearbeitet. Ich kann euch jetzt natürlich noch nichts zeigen. Oh, ich sehe echt, oh, wenn ich jetzt hier in die Kamera gucke, sehe ich so anders aus als ja, da. Das ist, so das ist echt krass. Guck mal jetzt hier in der Kamera und dann guck mal da auf dem Bild. Das ist eine andere Color Science, honey. Daran liegt's. Oh, ich glaube, das ist hier total locker und wackelt. Wir sind jetzt auf jeden Fall fertig und ich kann euch, wie gesagt, das Ergebnis jetzt noch nicht zeigen. Aber hoffentlich ganz bald. Ich weiß noch nicht genau wann, aber bald. Ich glaube, ich habe jetzt 15 Mal dasselbe erzählt. Wir haben vorhin auch noch Essen bestellt, weil ich hatte... Oh mein Gott, Jenny. Wie viel Knoblauch war da drin? Vorsicht, das Öl läuft. Oh. Alter, guck, richtig viel Knoblauch, aber ich habe nichts davon gegessen. Geil. Wer weiß, was heute noch passiert. Ich hätte alles gegessen, ey. Echt? Voll geil. Ich liebe Knoblauch. Vor allen Dingen, guck mal, wie es so angebraten ist. Das ist nur so zum Flavor für die Nudeln. Echt? Oh, nee. Essen extra. Echt? Ich liebe das. Knoblauch rumkauen. Wir haben es schon mal gemacht. Knoblauch in 2 geschnitten, also einfach durch die Mitte backen. Also in den Ofen und dann bist du so ein bisschen braun. Und dann kannst du so eine Gabel nehmen und in die raus. Oh, schmeckt wie Kartoffelbrei. Das ist so geil. Nein, das habe ich noch nicht gemacht. Jetzt so. Okay, warte. Die weißen Stellen zeigen krankes Gewebe. Sie bekommt. Boah, lecker. Echt? Mhm. Hast du jetzt so ein angebratenes oder so ein. Ja, warte, hier ist ein normales. Vorsicht, da ist auch Pepper. Also so. Da ist ein normales mit den Nudeln. Boah, geil. Echt? Mhm. Und ich habe noch nicht aufgegessen. Was aber voll geil ist, weil jetzt sind die Nudeln kalt. Ich möchte auch und ohne Spaß.
Achso. Oh, jetzt habe ich es falsch. Und jetzt kann ich die Nudeln einfach kalt essen. Oh, hier ist auch Knoblauch drin, das habe ich gar nicht gesehen. Deswegen stinkst du so. Du klingst selber so. Nee, ich habe doch gar keinen Knoblauch gegessen. Deine Nudeln waren getränkt in den Knoblauch. Geil. Okay, Leute, ich habe natürlich mal wieder vergessen, dein Outro zu filmen. Deswegen mache ich das jetzt so. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss.